Im Jahr 2020, da stottert der Motor noch ein bisschen beim EAC Red Bull München in der deutschen Eishockeyliga. Am vergangenen Wochenende gab es auch ein geteiltes Ergebnis, ein Sieg, eine Niederlage. Gleich bei uns ist Justin Schütz zu Gast. Vorher wollen wir mal kurz ein bisschen zusammenfassen, wie die aktuelle Situation drumherum ist beim EAC Red Bull München. Spitzenreiter trotz holprigen Jahresstart. In der deutschen Eishockeyliga bleibt der EHC Red Bull München weiter an der Tabellenspitze. Nach 37 Spieltagen haben die Münchner 6 Punkte Vorsprung auf ihren ersten Verfolger Adler Mannheim. Erst ein Spiel konnten die Münchner im neuen Kalenderjahr gewinnen, 3 gingen verloren. Auf der Welle des Erfolgs surfen auch die jungen Wilden des EHC. Eines der größten Juwele ist der 19-jährige Justin Schütz. Der Stürmer ist seit diesem Jahr ein waschechter Münchner. Nach kurzer Eingewöhnungsphase ist Justin Schütz fester Bestandteil des Teams. In 33 Spielen gelangen ihm 8 Treffer und 6 Vorlagen. Als Co-Kapitän der U20-Nationalmannschaft sicherte auch er Deutschland bei der Junioren-WM den Klassenerhalt in der Top-Division, der internationalen Elite. Justin Schütz träumt vom Sprung in die amerikanische NHL, die beste Eishockeyliga der Welt. Gedraftet wurde er bereits 2018 von den Florida Panthers. Aber noch spielt er hier in München und darüber sind alle sehr froh. Herzlich willkommen, Justin Schütz. Servus, hallo. Du bist der erste Gast in der ersten frischen Sendung im Jahr 2020. Premierengast, Glückwunsch. Dankeschön, ja. Ist nett, eine Ehre. Mal gucken, wie wir uns hier so durchschlagen durch die ganze Geschichte. Ja, was ist los bei euch? So ein bisschen habt ihr Anlaufschwierigkeiten. Was ist los? Ja, ich weiß es jetzt nicht. Ich war ja auch eine lange Zeit nicht da. Da lief es ja eigentlich zwischenzeitlich mal sehr gut. Ich glaube, 5 Siegen in Folge. Ja, jetzt am Freitag im Spiel gegen Köln haben wir eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht, nach vorne und auch hinten gut gestanden. Ja, jetzt gestern gegen Schwenning hatten wir irgendwie ein bisschen Probleme. In den Tabellenletzten. Ja, aber das ist, ich meine mal nach, ist es im Eishockey jetzt nicht so das Ding. Da kann jeder jeden schlagen, vor allem in so einer Liga wie der DEL. Ja, und dann ja, haben wir ein bisschen die Chancen nicht genutzt und haben auch nicht so gut gestanden. Ja, kann man mal verlieren. Aber da ist jetzt keine Krisenstimmung, weil es gerade in diesem Jahr erst einen Sieg gab in 4 Spielen. Nee, natürlich. Wir wissen, dass wir eigentlich ja, eine sehr gute Mannschaft sind. Ich glaube, wir haben das schon die ganze Saison gezeigt, dass wir verdient an der Tabellenspitze stehen. Und deswegen machen wir uns da jetzt keinen Kopf, wenn es mal nicht so gut läuft. Wir wissen, dass es besser laufen wird jetzt die nächste Zeit. Du hast gerade gesagt, du warst eine Zeit lang nicht da. Da lief es gut. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, dass du nicht da warst. Du warst bei der Weltmeisterschaft, U20 WM. Und ihr habt, kann man schon sagen, eine kleine Sensation geschafft. Ihr seid nämlich in einer Todesgruppe gewesen. Mhm. Habt euch dort aber behauptet und habt den Verbleib in der Elitegruppe geschafft. Das war der größte Erfolg, der möglich war? Ja, wir haben uns, glaube ich, dann schon irgendwie gehofft, also intern haben wir vielleicht schon auch gehofft, dass wir das Viertelfinale erreichen können. Na klar, wenn man gegen USA, Kanada, Russland spielt, erwartet man jetzt vielleicht auch nicht zu viel. Aber ich denke, vor allem gegen USA und Kanada haben wir dann doch gezeigt, dass wir vor allem international auf diesem Level eigentlich auch mithalten können. Dann nach dem Sieg gegen die Tschechen, es war ja schon am zweiten Spieltag, haben wir uns dann schon, glaube ich, erhofft, dass wir im Viertelfinale stehen. Ja, dann lief es halt ein bisschen schlecht für uns, dass die Tschechen da ausgerechnet gegen die USA noch einen Punkt holen. Ja, dann in der Relegationsrunde haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir es verdient haben, weiter oben zu bleiben. Natürlich, das zweite Spiel war ein kleiner Ausrutscher, aber ich denke, insgesamt haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt bei der ganzen WM. Aber gerade Spieler wie du, die jung sind, eben die U20 spielen, und dann in die DL zurückkommen, da hast du einen riesen Vorteil. Du kriegst regelmäßig deine Minuten, deine Spielzeiten beim EHC. Und viele andere, die stehen in DL-Mannschaften meistens hinten an, haben wenig Einsatzzeit. Ist das ein Problem gerade für den Nachwuchs in Deutschland? Ja, ich meiner Meinung nach wäre es besser, wenn eigentlich alle jungen Spieler ihre Eiszeit kriegen. Ja, ich weiß, ob es jetzt unbedingt ein Problem ist. Weil auch als junger Spieler muss man sich seine Eiszeit verdienen. Also man kriegt die natürlich nicht einfach geschenkt, nur weil man irgendwie ein junger Spieler ist. Man sollte natürlich schon vor allem als deutscher Eishockeybund dann auch irgendwo dafür, mit der Regel, der U23-Regel, geht man schon mal einen sehr, sehr richtigen Schritt nach vorne, dass man halt sagt, ja, jeder Verein braucht Spieler, junge Spieler im Kader und auch im Spielbericht. Aber wie schon gesagt, natürlich muss ein junger Spieler auch seine Eiszeiten verdienen. Und ich denke, bei uns jetzt in München mit mir und JJ klappt das relativ ganz gut und momentan. Und ja, bei den anderen Vereinen kommt das jetzt auch mehr. Also die anderen Jungspieler, die in der DL spielen, da läuft es jetzt auch besser, weil sie halt auch ein bisschen das Selbstvertrauen gewonnen haben. Vielleicht auch durch die WM und vielleicht auch vorher schon im Hinblick auf die WM.
JJ ist ein gutes Stichwort. John Jason Peterka, ebenfalls so ein junger Wilder wie du. Morgen hat er Geburtstag, wird 18. Gibt es da eigentlich eine Zeremonie? Weil noch, weil er ja eben noch nicht volljährig ist, spielt er mit einem Gitter. Also er hat ja diesen Helm mit so einem Metall-Alu-Gitter. Ja. Was ist das eigentlich? Ja, ich glaube, ja, ein Gitter. Ich weiß jetzt auch nicht genau, aus was das jetzt unbedingt hergestellt wird. Aber wird das dann rituell abgeschraubt oder was läuft dann da so bei Eishockeyspielern? Also ich weiß nur, dass bei mir, ich habe ja im Sommer Geburtstag, jetzt nicht unbedingt während der Saison. Das heißt, ich habe die Saison mit Gitter zu Ende gespielt und das war dann mein erstes Visier war tatsächlich in Florida dann sogar bei einem NHL-Camp. Ja, da war das jetzt nicht irgendwie, wurde jetzt nicht irgendwie Spezielles gemacht, aber ich denke in der Saison, vielleicht lassen wir uns da morgen beim Training was einfallen für den JJ und auch Donnerstag dann bei seinem ersten Spiel ohne Gitter. Macht es auf jeden Fall. In Florida, das könnte deine Zukunft, deine Heimat vielleicht werden. Du bist gedraftet worden. Das heißt, bei der Auswahl der besten Nachwuchsspieler haben die Florida Panthers sich das Recht an dir gesichert, dass du für sie spielen kannst. Problem ist ja, je besser du hier in München spielst, je wahrscheinlicher ist, dass du weg bist. Für München wäre es klar, auf eine gewisse Weise auch eine Auszeichnung, aber ein bisschen schade, weil du gehst. Wäre es trotzdem klar, natürlich für dich der sportliche Traum, in die NHL nach Nordamerika zu wechseln? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist als junger Spieler immer mal ein Traum, irgendwann in der NHL spielen zu können. Aber selbst das auch, obwohl ich den Draft habe, weiß ich, dass es noch ein sehr, sehr weiter Weg ist. Und ja, ich habe bis jetzt noch keinen Vertrag. Und wenn die mir keinen Vertrag geben in den nächsten 1-2 Jahren, dann kann dieser Traum auch mal ganz schnell wieder geplatzt sein. Aber momentan bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Und der Austausch mit den Leuten von Florida ist auch momentan sehr gut. Ja, ich hoffe einfach, dass ich meine Leistung bringen kann. Und dann hoffe ich, dass dieser Traum irgendwann mal in Erfüllung geht. Wirst du denn irgendwann im Sommer da vielleicht dann auch wieder bei einem Trainingscamp dabei sein? Ja, ich denke, voraussichtlich wieder ist es so um Ende Juni, Anfang Juli sind immer diese Development Camps, heißen die. Da kommen dann die ganzen Spieler, die gedraftet wurden in den letzten 2-3 Jahren und auch von dem natürlich dem Jahr jetzt. Und ja, da werde ich auf jeden Fall wieder eingeladen sein. Kommen wir zurück zur DL. Die nächsten Aufgaben sind Bremerhaven und Iserlohn. Das klingt jetzt, wenn man die Tabellenstände anguckt, das sind so die Mannschaften, die ein bisschen weiter hinten sind, klingt machbar. So, dass ihr jetzt vielleicht wieder so eine Serie starten könnt. Was sagst du selber? Ja, ich denke, ist eigentlich egal, gegen wen wir da spielen. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und ja, ich glaube, aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass wir in Bremerhaven, in Bremerhaven ist immer schwierig zu spielen. Ist eine sehr aggressive Mannschaft und ja, auch, ist immer schwierig. Und wir wollen einfach unser Spiel machen und dann sind wir eigentlich auch davon überzeugt, dass wir gewinnen können und auch gegen Iserlohn dann. Und dann holen wir die nächsten 6 Punkte und dann geht es bald Richtung Playoffs. Ein bisschen ist noch ein bisschen, aber gut, dass du es sagst, das zeigt, ihr seid bereit und willens. Danke, dass du da warst, mit Bravour sozusagen das erste Interview, das frische Interview im Jahr 2020 in der Sportarena bestanden. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.